Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Hyrule Warriors. Wir sind beim letzten Mal hier stehen geblieben. Wir haben gerade das Heilige Schwert geholt im Epilog, im Tempel des Heiligen Schwertes. Und machen uns jetzt auf den Weg zum Tempel der Seelen und beginnen dort die Mission Epilog, das dunkle Herz. Wir haben nur Link zur Verfügung. Können wir mal gucken, was es denn für schöne Kostüme gibt. Wir haben das Heldengewand. Wir haben das Rekrutengewand und wir haben das klassische Gewand. Aber ich glaube, dass wir, nachdem wir das klassische ja schon gesehen haben, das Rekrutengewand, finde ich, ist was Abwechslungsreiches. Aber ich glaube, wir bleiben einfach beim Heldengewand. Ganz normal. Ja, und das Masterschwert nehmen wir, würde ich sagen. Und dann schauen wir mal. Und genießt die Erzählung. At long last, Link took up the Master Sword and proved himself the hero of legend. Armed as he was with the Blade of Evil's Bane, Link easily dispatched the newly revived Wisro. The evil magician's parting words in their ears, Link and his allies set out to confront Sia at the Temple of Souls. With a string of victories behind them, the Hyrulean army's morale had improved remarkably. Even Link began to feel that he was invincible while the Master Sword was in his hands. Soon he was allowing overconfidence to cloud his judgment, rushing headlong into hordes of enemies. Sia had been waiting for Link to overextend himself, giving her a chance to strike. And as the two sides battled, unknown eyes watched from the shadows. Okay. Ich würde sagen, wir gehen ganz ohne Umwege direkt in die Schlacht. Oho, Tempel der Seelen. Jetzt, da du das Masterschwert hast, sollte das ein leichter Sieg werden, Link. Ja, schau dir das mal an hier. Link, bitte werde nicht übermütig. Ich versuche es. Ich bin hier, Link. Lass uns herausfinden, was das Heilige Schwert wirklich vermag. Es gibt je drei Magiekammern im Osten und im Westen. Sie sind über Magiekreise verbunden. Ja, ich spüre die Magie, die von den Kammern ausgeht. Wir müssen sie erobern. Okay, machen wir. Die Flammen gibt es aus den Magiekammern. Verbannen? Stand da vielleicht verbannen? Aus den Magiekammern, die mit dem Magiekreis verbunden sind, kommen stärkere Feinde. So, ich glaube, der hat es hinter sich. Das klingt nicht gut. Wir müssen die Magiekammern erobern. Wir gucken mal, was geht. Ja, wir sind ja gerade dabei, ne? Ja, ich kann sie fühlen, die Macht des Triforce. So, der hat es auch hinter sich und das ist schon wieder der Nächste. Etwas Furchterregendes. Ich spüre nur die Zauber und ihre Ungeheuer. Ich wollte eigentlich den Festungskommandanten jetzt mal hier platten. Platten? Die macht da mal hebt die Moral der Gyptos. Das ist mir relativ egal. So, Kammer Nummer 1 ist unsere. Wenn wir eine Magiekammer erobern, sollte der Magiefluss geschwächt werden. Es müsste die Gegner geschwächt haben, irgendwie auch die anderen Magiekammern. Ja, wir gucken mal. Wenn wir die richtige Kammer zuerst erobern, wird der Magiefluss effektiver unterbrochen. Erober die Magiekammern und... Ja, ich bin noch dabei. Wir sind doch dabei. Oh Mann. Warum lässt mich meine Stimme denn schon wieder so halb im Stich?
So, der hat es auch hinter sich. Genau, schnell gucken, das war wieder der nächste. Oh. So. Der hat es auch wieder hinter sich. Aber Zelda kämpft auch gerade mit einem. Okay. Haben wir denn hier irgendwo mal den Festungskommandanten? Ja, da ist er doch. So, die nächste ist unsere. Die Magiekammer im Westen sind geschafft, bleiben noch die im Osten. Ich helfe aber mal noch gerade hier. Besser ist das, bevor die direkt wieder fällt. Unterbricht den Magiefluss im Osten. Weil das ist ja auch noch gar nicht unser, oder? Na. 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 Er trifft nicht. Jetzt. Alter, das gibt's nicht. Triffst du jetzt mal? Hallo? Ey. Link. Geht doch. Okay. Da ist der Festungskommandant. Dann helfen wir mal gerade noch, den zu plätten. Und dann geht's hier oben mal lang. Auf dem Weg können wir noch mal ein bisschen was mitnehmen. Da haben wir einen Vollpfosten-Hauptmann. Höhö. Den nehmen wir auch mit. So, damit ist es auch unser. Und dann kümmern wir uns mal hier drum. Rücken gegen Zelda vor, okay. Ich darf diesen Kampf nicht verlieren. Und die ist da unten. Dann laufen wir mal gerade. Da haben wir Fei. Ja, die kämpft auch schon gegen den Festungskommandanten. Ist der jetzt besiegt hier? Okay, und dann geht es weiter. Dann kümmern wir uns jetzt hier um die Rechte. Na, haben wir schon getroffen? Nein, haben wir nicht. So, dann schalten wir die mal alle weg. Nicht schlecht, hast du heimlich geübt? Natürlich, tue ich immer. Da ist der Kommandant. Zelda ist in Gefahr, braucht sofort Hilfe da unten. Ja, ich komme. Mission erfolgreich, das ist gut, aber dennoch gehe ich mal gerade unten gucken. Moral der Flammengipto sinkt, das ist gut. Der Magiefluss wurde vollständig unterbrochen. Nicht gut. Yeah.
Link, die Türen haben sich geöffnet. Der Weg zu Sia ist frei. Ja, wir müssen aber Zelda gerade noch helfen. So. Alles klar. Sorry. So, dann machen wir die hier mal platt, damit da kein Nachschub mehr kommt. Ist da auf der anderen Seite auch noch sowas? Nö. Dann Aufi. Aufi mit Gebrüll. Sorry, da muss ich mal gerade den... musste ich mal gerade kurz den... Ist schon schön, ne? Musste ich mal gerade den Kopfhörer rücken. Ach, schon wieder hier so ein Mist. Yay. So, du machst dich fort. So, Sia habe ich gesehen, ist da vorne. Aber wir machen erstmal hier noch ein bisschen frei. Und dann gehen wir mal gucken. Ein Schwert ist nur ein Werkzeug für die Schwachen. Nur Narren verlassen sich auf die vermeintliche Stärke, glaube ich. Warum ist der Text immer so schnell? Arroganz, Hochmut, Stolz. Davon hat die Dunkelheit in dir gezehrt. Und jetzt wird sie dein Untergang. Oh. Sia hat sich vorerst zurückgezogen. Ja, dann gucken wir mal, dass wir diesen schattigen Gegenspieler hier erledigen. Duell-Link, Dunkel-Link, sorry, kommt aus der Dunkelheit in deinem Herzen. Bist dem gewachsen. Besiege Dunkel-Link. Ich hätte jetzt Schatten-Link gesagt. Tut mir leid, Link, damit habe ich nicht gerechnet. Aber er darf dich nicht besiegen. Ja, tut er ja nicht. Wir können Link nicht alleine kämpfen lassen. Na, können tut er das schon, aber... Und wir haben ihn schon. Das war schnell. Lana als an die Seite von Link. Aber der Link ist doch schon fertig. Dunkel Link wurde besiegt. Mission erfolgreich. Yay! Halte die Dunkel Links auf. Oh, da sind aber noch mehrere. Noch mehr Dunkel Links? Wir müssen dem echten Link helfen. Sagen wir so, es wäre schon nice, aber... Ob ihr müsst, das müsst ihr selbst wissen. Ich meine, ich muss sie aufhalten. Besiege jeden einzelnen Dunkel-Link. Ja, das hatte ich vor. Oh, nee. Der Dämonenkönig Ganondorf. Die Truppen von Ganondorf wurden auf dem Schlachtfeld gesichtet. Ihr seid müde und das habe ich jetzt auch nicht lesen können. Er will das Triforce stehlen. Achso, das hat sie jetzt gesagt. Ah, ich bin so verwirrt. Die Truppen von Ganondorf greifen die hylianischen Truppen an. Ja, wir sollen uns trotzdem aber gerade noch um die Dunkel-Links kümmern. Und das machen wir jetzt auch. Achso, Midna kämpft auch schon gegen einen von denen. Wo ist er denn? Da
Das war's aber noch nicht. Wir müssen switchen. Der Rosengarten im Westen scheint mir für ein Portal geeignet. So, haben wir den jetzt auch mal hier. Tatsache. Zwei der Dunkellinks wurden besiegt. Ja. Und jetzt? Zwei erledigt, bleiben noch zwei. Dunkellink ist zurückgekehrt. Dort vorne. Er hat sich geheilt. So bringen wir den Kampf nie zu Ende. Da ist der nächste. Link, halte den dunklen Doppelgänger auf, damit unsere Truppen fliehen können. Ich bin doch dabei, Mann. So. Link, warte, ich komme mit. Und du willst ein Held sein? Wir sind eigentlich schon fertig. Wir haben jetzt nur noch einen, der ist da vorne. Wenn ihr mich hier rauslassen würdet. Oh, okay, jetzt sind es wieder mehr. Verdammt. Haltet euch, Link. Wahre Stärke erlangt man nur, wenn man seine Schwächen kennt. Oh, was ist das? Die Dunkellinks sind alle verschwunden. Yay. Und jetzt geht's gegen Ganon? Der Saal der Zauberin ist offen. Ja, da sind wir ja schon drin. Ich bestätige die Eliminierung der Dunkellinks. Die Rückkehr kann ausgeschlossen werden. Das ist schön fein. Die Moral der hylianischen Truppen steigt. So, und jetzt gegen Ganon? Ich fühle eine Macht. Sie wächst. Ist das... Das Masterschwert zeigt seine wahre Macht. Auch gut, dann eben keine Dunkellinks. Meine bloßen Hände reichen auch. Ah ja, das kann ich gerade nicht vorlesen, weil dafür bin ich jetzt gerade zu sehr auf den Kampf fixiert. Sie hat sich zurückgezogen, das ist immer gut. Link scheint wohl auf zu sein. Schnell Rückzug. Die Bedingungen für eine Niederlage haben sich geändert. Beschütze Zelda und die anderen. Ja, das tue ich gerade. Oder denke ich zumindest, dass ich das tue. Gut, ziehen wir uns zurück durch den Rosengarten im Westen. Können wir entkommen. Okay. Das Kultula, ja, die haben uns aber vorher schon nicht wirklich interessiert.
Ha, ihr denkt, dass ich euch laufen lasse? Der Ostrosengarten ist offen. Ganondorf rückt gegen Zelda vor. Ja. Los, ich habe einen Ausgang geöffnet. Kommt her. Ja, dann Zelda. Ich würde sagen, lauf. Kommt sie? Diese Kraft klingt, du bist ein wahrer Held. Ja, wenn du mal mitkommen würdest, ne? Dann könnten wir jetzt auch endlich mal hier abhauen. So, komm. Weg damit. Ach, Ganondorf ist jetzt auch da. Gucken wir mal, ob wir den auch noch irgendwie das erste eliminiert kriegen. Oh, das sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. Okay, die haben gerade auch ein Gespräch darüber, dass Prinzessin Zelda in Gefahr sei, aber ich bin noch da. Haltet sich jetzt, oder was? Okay, gut, dann nicht. Diese Kraft, es gibt kein Entkommen. Ich denke, du musst deinen Gefährtenschütze besiegen ihn, oder es ist um sie geschehen. Ja, was mache ich denn gerade? Besiege Ganon, ja. Falls du es das nicht bemerkt hast, das ist das, was ich hier gerade mache. Dankeschön. Yay, wir haben ihn! Mission erfolgreich. Die julianischen Truppen haben Ganondorf besiegt. Ich habe den besiegt. Danke, Link, du hast mich gerettet. Klar. Du führst das Bannschwert. Sei es drum, meine Zeit wird kommen. Redet er gerade aus dem Off mit uns? Sieg! Yay! Schön, schön. Damit haben wir den Abschnitt geschafft. Ja, mir kam das schon ziemlich kurz vor. Wir haben wieder ein paar Waffen gekriegt. Und Materialien, wo wir dann beim nächsten Mal mal in den Bazar gucken können. Und einen neuen Orden, Marathonläufer. Wir sind insgesamt 42, soll das ein Komma sein? Oder 1000? Ich denke eher 1000. 195 Kilometer gesprintet. Und beim nächsten Mal gehen wir dann in die Ranelt-Schlucht und haben dort dann den epischen Auftrag, ein Licht in der Finsternis. Dort haben wir auch die freie Auswahl, wie es aussieht, über alle verfügbaren Kämpfer. Das heißt, wir schauen dann mal. Was habe ich denn eigentlich hier für einen Schwierigkeitsgrad, wenn wir mal gerade dabei sind? Ach so, ja, okay, klar, wir sind auf normal. Ja, dann würde ich sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst einen Kommentar oder eine Bewertung da. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder bei Hyrule Warriors. Bis dahin, tschüss!